Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Jurassic World Evolutions 2. Ja, wir spielen die Kampagne und sind jetzt bei der zweiten Mission. In der ersten Folge haben wir die komplette erste Mission durchgespielt. Jetzt spielen wir die zweite Mission und schauen uns erstmal das Intro an. Also, let's go. Obala. Vor die Cam. Ich wünschte, wir hätten mehr Zeit, um dich einzuweisen. Aber wie du weißt, ist die Situation im Fluss. Unsere kanadischen Freunde sind besorgt, dass einige der Tiere die Grenze überqueren könnten. Das wollen wir auf jeden Fall verhindern. Wir, das ist die CIA. Meine Sektion ist die AGA, die Abteilung für gefährliche Arten. Ich bin Dr. Dua. Ich verfüge über umfangreiches Wissen in Paläoforschung auf genau diesem Gebiet, bei Jurassic World und an anderen Orten, über die ich leider nicht sprechen darf. Aber ich kenne sehr viele von den Leuten, die hier arbeiten. Ein wilderer Lager. Oder was davon übrig ist. Amateure. Sie haben es nur geschafft, dass sie selbst und andere umgebracht wurden. Und unsere Arbeit noch viel schwieriger gemacht. Okay. Diese sind immer noch unruhig, Dr. Dua. Sie zu betäuben scheint zu diesem Zeitpunkt die beste Option zu sein. Okay, so schnell und so sicher wie möglich. Ja, wir sind doch schon soweit. Wo ist eine andere Riese? Da hinten ist er. Das sind gleich Kernotaurusse, ne? Wichtige Angestellte. Gut. Wie mich. Und wichtige Gebäude, ohne die nichts rund läuft. Bauen Sie also für den Anfang ein Eingangsgebäude, ein Kontrollzentrum und einen Notfallgenerator für die Stromversorgung. Ja, erstmal mal ein bisschen Platz hier, weil das ist ja... Was haben denn die Wilderer hier gemacht? Das schaut ja aus wie im wildesten Westen. Gut, Anlage hier, Ankunftsort. Wie groß ist das? Das ist ja wieder fast nichts. Erstmal hier hinten reinsetzen. Kontrollzentrum. Ein Kontrollzentrum und dann ein Netzstromgenerator. Gut, das verbinden wir alles erstmal mit der Straße. Gut. Dann steht der schon mal. Ja, Park geschlossen, mein Gott, ist halt so, ne? Gar nicht schlecht, wenn ich das mal sagen darf. Und ich darf das. Wir brauchen aber auch eine Unterstützungsanlage. Unterstützen Sie die Bauarbeiten so gut es geht. Oh, was ist das für ein Witz? Oh Gott. Egal, lassen wir das. Ja, bitte. Können wir es lassen? Einfach Dankeschön. Das war ein schlechter Witz. So. Dann haben wir hier alles nicht an einer Fläche und haben mehr Platz zum Bauen nachher. Ich glaube, das ist ein bisschen effektiver. Wir machen eher die zwei Betäubten hier Sorgen. Die sind noch 7 Minuten betäubt. Wenn die aufwachen, wird's unangenehm. Also so richtig unangenehm. Ich stehe hier eigentlich auf einer beschissenen Seite, ne? Fällt mir so aktuell auf. Ich bin immer über der Quest drüber. Claire, wir müssen die Saurier in die neuen Gehege bringen. Ist das? Wir wechseln mal. So, schnell. Besser. Besser. Und sie sollten wach sein und sich möglichst wohlfühlen. Stellen Sie sicher, dass die Kinder so wach und sicher untergebracht sind. Schöne Sache, scheiße. Was ist das denn hier der Unterschied? Ach, das ist ein Tor, okay. Ich würde sagen, die kriegen direkt ein Gehege hier neben.
Gut, hier vorne machen wir es gerade. Ein bisschen an die Form des Gebiets anpassen, würde ich sagen. Einfach, weil wir das können. So, dann gibt es eine Durchfahrt. Da machen wir jetzt hier ein Türchen rein. Und dann machen wir gleich eine Überwachungsanlage. Erstmal tun wir mal hier die Wege ein. Wasser entfernen. Kompletter Schmarrn. Die kriegen bei uns hier drin so schönes Wasser. Und dann kriegen sie vorne die Lucky-Lucky-Anlage. Ich baue das mal hier weit drüben, falls ich doch überlege, das größer zu machen. Gut, und dann schicken wir das mal beide. Produkt muss eingesammelt werden. Unterwegs, um Produkt einzusammeln. Ich finde es nur lustig, weil die spawnen ja außerhalb deines Sichtfelds. Und im Einsam war es so, wenn du wirklich geschaut hast, dass du alles überwachst und sie dann anklickst und bewegst, dann sind die urweit weggespawnt und du musst das warten, bis die reinkommen. So, dann bauen wir noch einen Stresssaal nach da vorne. Dann schicken wir mal die drei rein. Wump. Produkt wird transportiert. Produkt wurde zugestellt. Gut, dann. Produkt transportiert. Geben wir ihm mal bitte die Aufgabe, sich die Viecher anzuschauen. Ist ja gut. Holy. Habt ihr das pisst? Könnt ihr die Tür zumachen? Das macht mir Sorgen, dass die Tür offen ist. So, ihr kriegt eine Ziege. Ihr kriegt eine Ziege hier schon mal rein. Sowieso Komfort 70%. Wir hätten hier gerne... Was ist so Minimum? Sand. Das kann ich verstehen. Sand ist eine gute Sache. Gras, Fels, Schnee, Sand. Immer noch zu wenig Sand. Die wollen mehr Sand. Die wollen richtig viel Sand haben. Sand! Prozent. Super. Eine neue Ziege. Wer will die Ziege haben? Gut. Erledigt. Was als nächstes? Suche nach Spuren gefährliche Tiere. Das stimmt, Mr. Finch. Wir wissen, wo sie waren. Aber jetzt, Mr. Grady, müssen wir herausfinden, wo sie sind. So wie ich meine Saurier kenne, würde ich sagen, sie sind da lang. Und kennen Sie Ihre Saurier, Mr. Grady? Besser als sonst jemand. Aber die sind nicht Ihre Saurier per se. Nun, da werden Sie mir wohl einfach vertrauen müssen. Sieht vielversprechend aus. Nicht, dass ich irgendwas versprechen würde. Störung identifiziert. Okay. Was ist denn das jetzt? Ist das ein Forschungsspiel oder ein Bauspiel? Ich bin langsam ein bisschen verwirrt. Alles deutet in diese Richtung. Was passiert hier? Alter, was? Ich spiele Adventure Game. Wow. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Ha ha ha!
Alter, ich würde nie eine T-Rex-Verfolgung überleben. Ich würde so den Berg runterfliegen. Ich wette, der Baumstamm hier. Ich wette es mit euch. Yes. Saurier sind auf jeden Fall nicht sonderlich subtil. Wo immer sie Gallimimus. Hinterlassen sie Spuren. Da kenne ich noch jemanden. Dr. Malcolm? Denn der Kerl, da kann man wirklich von einem sprechen. Im Gegensatz zu... Ja, ein gewisser liebenswürdiger Tierverhaltensforscher mit ganz... Der läuft ein Galli rum. Da laufen zwei Gallis rum. Reagieren die auf mich? Ernsthaft? Cool. Wieder wetten der Baumstamm. Ich glaube, wir sind nah dran. Alter, können die Welt zum Bauen einfach so groß sein? Das wäre ja 3000 mal geiler. Pass auf, gleich muss ich zurückfahren, weil ich einfach voll in den T-Rex reinfahre oder so. Bin voll vorbeigefahren. Shit! Ah, da war der Baum wieder. Ich habe den Baum übersehen. Sei einfach auf alles gefasst, okay? Oh, schau mal, ein paar Brontos müssten es sein, glaube ich. Aber ich mag zu den Brontos, Mensch! David, ich bin schon wieder vorbeigefahren, weil ich die Brontos angeglotzt habe. Heidewitzka. Oh. Da sind ein paar Stegos. Oh. Was? Was? Owen, alles in Ordnung? Was ist los? Bin gerade beschäftigt. Sagen Sie mir, dass alles unter Kontrolle ist. Soll ich lügen? Ja, wenn es meine Nerven beruhigt, das ertrage ich nicht. Wir arbeiten daran. So, was ist jetzt meine Mission? Wir haben einen Hubschrauber bereitstehen, der versuchen wird, das Tier aus der Luft zu betäuben. Versuchen? Versuchen? Wir brauchen einen Erfolg, Dr. Dur, ehe es Grady und die anderen frisst. Na komm. Bitte sagen Sie das nicht. Sie Das Team, nicht wahr? Was zur Hölle haben wir da angefangen? Ein Allosaurus. Wie weit bin ich eigentlich gefahren? Alter, what? Owen, wie ist der Status? Wir sind nah dran. Wir haben fast alles unter Kontrolle, aber das Tier ist verletzt. Wir müssen sie zur Beobachtung und Behandlung in ein sicheres Gehege bringen. Ich informiere Dr. Dur. Ja, ich? Mir geht's gut. Danke der Nachfrage. Was wäre, wenn du da hinten das Gehege baust? Obwohl, du kommst bestimmt irgendwie immer rum. Aber allein die Vorstellung, so irgendwie kommst du nicht mehr rum und alles. Ich hoffe, das Gehege reicht dem. Ich baue jetzt dann gleich hier noch daneben die Durchfahrtsstraße an. Dann fordern wir mal den Heli an. Alter, können wir nicht einfach das komplette Tal lang bauen? Das fände ich ja mal so komplett geil. Wenn du das alles hier nutzen könntest und nicht und so ein bisschen. Was ist mit den Pflanzenfressern? Was ist mit denen? Sie können bleiben, solange sie sich von jeglicher Zivilisation fernhalten. Sie überleben auch ohne unser Eingreifen in der Wildnis, nicht wahr? So. Wenn sie Zeit haben, sich anzupassen, dann ja. Ich schätze, daran werden wir uns alle gewöhnen müssen. Saurier, da draußen in freier Wildbahn. Sind das Ihre Worte oder die der Regierung? Claire, so. Ich bin die Regierung. Ich bin die Regierung. Beginne Produkttransport. Müsste mein Fahrzeug dann auch wieder zurückkommen, oder?
ist mein Fahrzeug? Ich vermisse mein Fahrzeug. Hat das jemand gesehen? Also zurück, lol. Hier kommt der Allo. Der schwer verletzte Allosaurus. Das ist ein Foto, du. What the fuck? So. Komfort wissen wir den nicht, weil wir den als erstes erforschen müssen. Gut. Dann Aufgabe hinzufügen, bitte mal angucken. Und dann schaut ihr mein im Zuge die auch nochmal an. Gut. Allo ist schon mal an seinem Arbeitsplatz. Der wird wahrscheinlich an ein paar Ziegen wollen, so wie ich sie kenne. Ein paar Zicklein, die kriegt er von mir gleich. Da kommt hier wieder. Pass auf, der Allosaurus ist... Das ist leider ein schicken DNM. Was ist denn der MUV? Fehlender, oder? Du willst mehr Wald. Ansonsten bist du relativ happy. Er will mehr Wald haben. Wie mache ich denn am besten Wald gerade? Wald, ah, schon. Jetzt ist sein Freiraum wieder zu gering, weil der Wald... Aber das können wir sonst noch ein bisschen anpassen. Und dann reißen... Warte mal, vielleicht sollten wir erst den Zaun bauen lassen. Ich glaube, den musst du erst errichten lassen. Dann sollte doch der Freiraum auch genehmigt sein. Nicht? Oder muss er den erst noch entdecken, weil er sagt, okay, er nimmt ja nur das, was er in seiner Gegend hat. Und das kennt er jetzt noch nicht so ganz. Wasser 6%. Wie viel Wasser will denn der? Ich brauche eine paläomedizinische Anlage, um den Zustand des Sauriers zu beurteilen. Wir brauchen einen vollen medizinischen Scan. Ich will verstehen, was da schiefgelaufen ist, damit so etwas nicht noch einmal vorkommt. Warte mal, ich würde gerne... Ne, jetzt schauen wir gut aus, jetzt schauen wir ganz gut aus, gut. Wir brauchen eine... Bauen Sie eine pathologische Dingsanlage. Alter, wir haben gerade den größten Schneesturm. Was ist denn hier los? Holy Macaroni! Where is meine MUV? Oder eben...
Wii U. I fuck you, I fuck. Nee. Lass mich raten, der hat einen eigenen Heli. Manchmal muss jemand Neues ein Problem angehen. Stellen wir einige Wissenschaftler ein, die diese Tiere diagnostizieren können. Sie sollten sich mit dem MVU auskennen und medizinische Scans bei Sauriern durchführen können. Was wir wohl herausfinden werden. Leute, die sind alle nicht so wirklich. Die holen wir uns noch dazu, so. Schatten. Wir haben weitere Wissenschaftler eingestellt. So haben wir den Gesundheitszustand des Sauriers besser im Griff. Hoffentlich finden wir heraus, was da schiefgelaufen ist. Hey, wenn ich etwas gelernt habe, dann, dass diese Tiere unberechenbar sind. Wie Alter, das ist ein cooles Fahrzeug. Nur mit größeren Zähnen. Ja, wir sollten sie beobachten. Gut, gut. Wen? Mobile Veterinarian Unit. Das schaut schon geil aus. Ja, sie arbeitet jetzt für die CIA. Nun, es wird dich sicher freuen zu hören, dass ich selbst eine kleine Geheimoperation leite. Ich passe auf uns beide auf. Du bist viel raffinierter. Und Saurier. Halt mal die Klappe. Und klüger. Dankeschön. Verwende die MVU, um Saurier mit einem medizinischen Scan auf Verletzungen zu untersuchen. Aha. Schwere Verletzungen bedürfen einer besonderen Behandlung in der Palette und in den Anlagen. Saurier müssen direkt in die Anlage getroffen werden. Okay, das ist im Gegensatz zum einen so cool. Aha. Weiß Wissenschaftler der Behandlung oder was? Okay. Bedeutet, ich muss. Wir müssen den Dino schlafen legen. Ich empfehle Beruhigungsmittel, aber wie Sie wollen. Dann ab mal schlafen, bitte. Wir machen das jetzt mal ganz easy mit den Aufgaben. Um voll Verletzung, das ist ein großer Bruch. Wähle den Saurier aus, um herauszufinden, wie man ihn. Ja, wir müssen ihn einpennen lassen. Gut, und dann? Gut. Jetzt, da wir den Saurier vorübergehend unter Kontrolle haben, bringen wir ihn in die paläomedizinische Anlage, wo wir ihn behandeln können. Beide werden zugewiesen. Das Produkt, es ist ein Lebewesen! Kein Produkt! Es sind keine Pokémon-Karten, die du einfach im Internet kaufen kannst. Das ist okay, könntest du wahrscheinlich, auch wenn es wirklich so für Dinos gäbe, könntest du wahrscheinlich so auf www.t-rex.de gehen und dir einen T-Rex kaufen oder sowas. Aber das arme Produkt hier. Dies, das arme Etwas. So. Hab doch ein bisschen Mitleid mit dem Tier. Ist immer lustig, wenn Leute sich beschweren, dass Tiere sich zum Beispiel aggressiv gegen was verhalten, wenn sie aber Schmerzen haben und eigentlich nur in so einen Sicherheitsmodus gehen. Aber dann Leute wieder sich beschweren, dass das Tier auch so aggressiv ist. Wenn es dir beschissen geht und jemand fummelt an dir rum, dann bist du auch stinkig. Außer du weißt, was passiert, aber das weiß ein Tier halt nicht. Okay. What the fuck? Okay. Also ist das sozusagen für die kleineren Dinos und ich bedeutet, ich könnte auch einen riesigen Koloss hier platzieren und der wird behandelt. Was für Greifarme habt ihr dann da zur Verfügung? Sieht man echt, dass die Wunden sich heilen oder passiert das nach den 1 Minuten 20? Jetzt wollen wir mal vorspulen. Die Vorspulen ist jetzt auch nicht unbedingt so, wo ich sage, boah, das geht jetzt so toll schnell. Na komm, na komm. Tabulator, okay. Wunden heilen am besten, wenn man sich ausruht. Und wenn man es bequem hat. Bei mir klappt das immer. Gut. Bei den Sauriern vermutlich auch. Den Teil haben wir zum Glück schon erfüllt. Meine Ex sieht das anders. Ja. Wie auch immer. Transportieren Sie das Tier sicher in sein bequemes Gehege, ja?
Schau mal, rein theoretisch müsste man ihn auch da sehen können, aber er wird wahrscheinlich wieder das Gebiet hier vorne ein bisschen nutzen. Na komm, hol ihn rüber. Dann hat sich das erledigt. Ja, perfekt. Die zwei ärgern sich die ganze Zeit, das ist wie Bruder und Schwester. Ich sehe schon. Dunk. Ja, sichtbar, perfekt. Jetzt muss er nur noch 30 Sekunden lang für 80% sorgen. Aber würde das auch bedeuten, dass die Tiere... Wuhu! Wo ist der Rest der Musik? Cool! Nächste Mission abgeschlossen. Und ich würde sagen, das war's auch für diese Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst euch einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao. Wir im Wald gut entwickeln können. Zuerst glaubte ich, dies sei das Beste. Dann haben wir realisiert, dass Wälder ein Fünftel der Landmasse der USA ausmachen. Und fast 40% von Kanada sind Wildnis. Mit der Naturschutzbehörde und der CIA haben wir... dafür gesorgt, dass sich die Saurier wohlfühlen. Mitten im Wald. Ich hoffe, die Verantwortlichen wissen, was sie tun. Denn die Saurier wissen das definitiv.